Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal zwischen 1000 Zeilen. Ich bin völlig raus aus dem Drehen. Ich habe die letzten fast 3 Wochen keine Videos gedreht, weil ich super viel unterwegs war und ich vorher vorgedreht hatte. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich wieder so ins Sprechen komme. Ich habe aber total Lust, vor allem jetzt auf das Video jetzt. Ich habe nämlich mein Currently Loving für euch. Das heißt, ich werde euch zeigen, welche Bücher ich gerade lese, welches Hörbuch ich höre, was ich gerne an Musik höre, was ich total gerne esse derzeit und noch so ein paar andere Kategorien. Aber am besten geht's direkt los mit den Büchern und dem Hörbuch und dann noch so ein paar Kategorien, die nichts mit Büchern zu tun haben. Verratet mir doch mal, was ihr gerade lest. Und lest ihr Sachen parallel oder lest ihr immer nur ein Buch fertig? So will ich das eigentlich machen, aber es klappt meistens nicht so richtig. Ich lese gerade 5 Bücher parallel und das ist nicht gut. Ich fühle mich davon überfordert und ich weiß nicht so, also ich habe schon ein paar Begründungen, wie es dazu kommen konnte, aber so viel Sachen parallel zu lesen, das tut mir nicht gut. Ich mache mir viele Notizen, um nicht durcheinander zu kommen. 3 der Bücher lese ich in Leserunden und wir teilen uns halt immer Abschnitte ein, die wir lesen und dann lese ich nicht weiter und muss sozusagen bremsen und in der Zeit, wo ich dann in den Büchern nicht weiterlesen kann, muss ich natürlich irgendwie was anderes lesen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich 5 Bücher parallel lese, 4 in physischer Form, was auch echt ungewöhnlich ist für mich. Normalerweise lese ich ja mindestens ein E-Book irgendwie so hintereinander weg und nicht so wirklich oft physisch. Und ein Hörbuch. Und ich werde euch erst die physischen Bücher vorstellen und dann das Hörbuch. Und ja, los geht's. Vielleicht als erstes das Buch, was ich nicht in einer Leserunde lese. Und zwar ist das Animantrumsstaubchronik von Lynn Riener. Das war in den letzten Wochen immer mal wieder so in meinem Bewusstsein aufgetaucht. Es gab viele, die das empfohlen haben. Und ich hatte das Gefühl, das würde auch meinen Geschmack treffen. Und deswegen hatte ich mir das jetzt gebraucht bei Rebuy oder bei Medimops bestellt. Jedenfalls kam das dann relativ genau in dem Moment, wo ich was Neues anfangen wollte. Und deswegen habe ich dann einfach direkt angefangen. Das ist als Genre schon schwer zu beschreiben. Also es ist ein historischer Roman, der in England am Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Es hat so ein paar, naja, nicht Fantasy-Elemente, also es ist nicht ganz historisch realistisch. Also es gibt ein paar Elemente, die vielleicht eher so Richtung Science-Fiction gehen. Jetzt nicht für uns futuristisch, aber Ende des 19. Jahrhunderts in England gibt es hier einige Sachen, die es in der Realität damals noch nicht gab. Es gibt bestimmte Maschinen und bestimmte Techniken und so weiter, die einfach so ein bisschen vorausgreifen. Vielleicht hat es was von Steampunk. Also es geht viel um Technik. So, aber es hört sich jetzt erstmal total vage an. Was man für dieses Buch wissen muss, ist, dass nicht wirklich viel passiert. Es ist absolut charakterfokussiert. Und zwar ist die Hauptfigur Animant Crump, die 19 Jahre alt ist und sehr unter der Fuchtel ihrer Mutter lebt. Ihre Mutter will sie möglichst schnell, möglichst gut verheiraten. Und Animant will überhaupt nicht. Sie liest sehr gerne und zieht sich sehr gerne zurück und weiß auch, dass sie sehr urteilsfreudig ist über Menschen in ihrer Umgebung und sie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, zeitnah zu heiraten bzw. überhaupt jemanden zu finden, der in Frage kommt. Und um ihrer Mutter zu entkommen, nimmt sie dann kurzerhand ein Angebot an, nach London zu gehen und dort die Assistentin eines Bibliothekars zu werden. Passt natürlich für sie total toll, weil sie so gerne liest. Der Haken bei der Sache ist nur, dass dieser Bibliothekar einen sehr hohen Assistentenverschleiß hat, also niemand hält es lange bei ihm aus und Animant will aber unbedingt diese Chance ergreifen und lässt sich auch nicht so schnell unterbuttern. Die Staubchronik hat über 500 Seiten, ist also wirklich sehr ausführlich und wenn ihr wirklich Action wollt und einen großen Konflikt und viel Handlung, dann ist das Buch nichts für euch. Wenn ihr allerdings Interesse an dieser Animant als Figur und an ihrer sehr im Detail beschriebenen Arbeit in der Bibliothek, nicht langweilig, aber wirklich sehr detailreich, Interesse an ihrer Arbeit habt und an der Dynamik mit dem Bibliothekar und an Animants Auseinandersetzung mit ihrer Mutter und wie sie sich in London in der Großstadt zurechtfindet,
dann ist das Buch absolut was für euch. Es ist wirklich so ein, man kann sich da in diese Geschichte so reinfallen lassen. Es liest sich extrem leicht. Es ist wirklich, dass man das Gefühl hat, man unterhält sich mit jemandem, den man schon ewig kennt und man weiß, welche Sprache man miteinander verwenden muss. Also es ist wirklich so leicht lesbar, das habe ich lange nicht mehr erlebt, dass man wirklich so mal eben 100 Seiten wegliest. So, finde ich wirklich toll. Und ich fangirle ziemlich heftigst. Ich versuche das nicht zu spoilern. Ich weiß noch nicht, wie ich es im Lesemonat halten werde. Ich habe nur noch 60 Seiten oder so und ich hebe mir das Ende gerade auf, was total bescheuert ist. Aber ich will noch nicht, dass es vorbei ist und wie es sich auflöst. Ich bin schon sehr gespannt und ein bisschen mit Herzen in den Augen. Es hat schon auch eine romantische Komponente, was natürlich meinen Geschmack sehr trifft. Aber eben Annemanns Arbeit in der Bibliothek ist wirklich total toll beschrieben. Was dann so an, es gibt zum Beispiel eine interessante Maschine in der Bibliothek, die sehr ungewöhnlich ist. Es ist jetzt nicht Fantasy- und Science-Fiction-lastig, aber es gibt immer mal so Elemente, die nicht historisch akkurat sind. Aber das macht es total besonders und ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Mir fehlt jetzt nur noch das absolute Ende. Ich denke schon, dass ich es heute fertig lesen werde. Wirklich toll. Also Charakterentwicklung, sehr, sehr komplexe Figuren. Einfach wirklich so ein, es wird gerne als Wohlfühlbuch beschrieben und so ist es auch. So, und dann lese ich 3 Bücher parallel in verschiedenen Lesegruppen. Es gibt eine kleine Überschneidung zwischen den Lesegruppen. In beiden ist nämlich Sarah Sophie. Und vielleicht fangen wir erst mit dem an, in dem ich schon weiter bin. Und zwar ist das die andere Schwester von Kristin Hannah. Kristin Hannah ist mir in den letzten Jahren häufiger als Autorin begegnet, auf die ich Lust habe, die wirklich sprachlich sehr gelobt wird, die oftmals Geschwisterbeziehungen in den Fokus setzt in ihren Büchern und das interessiert mich immer. Immer? Also Geschwisterbeziehungen sind, wenn die gut geschrieben sind, was mich total fesseln kann. Und das andere Buch von ihr, Die Nachtigall, ist historisch und ich habe diese Lesegruppe initiiert und hatte im ersten Moment ein bisschen mehr Lust auf was Zeitgenössisches, deswegen habe ich die andere Schwester vorgeschlagen. Wir sind allerdings alle so begeistert, sowohl von dieser spezifischen Geschichte als auch Kristin Hannahs Schreibstil und ihrer Art, Geschichten aufzubauen und zu erzählen, dass das definitiv nur das erste von vielen Büchern war, die wir von ihr lesen. Die andere Schwester ist jedenfalls ein zeitgenössischer Roman. Wir haben ein bisschen überlegt, wie wir ihn genremäßig einordnen sollen. Familienroman ist das, was am nächsten kommt, weil eben der Fokus von 2 Schwestern gegeben ist. Aber es geht halt nicht über mehrere Generationen, sondern es ist wirklich nur um diese 2 Schwestern dreht es sich. Aber Familienroman passt wahrscheinlich am besten. Wir hatten das Buch in 5 Teile aufgeteilt und wir haben gerade den 4. Teil abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Fünftel und ich bin total gespannt, wie es ausgeht. Ich habe eine bestimmte Vermutung und halte mich aber jetzt mal mit meinen Vermutungen euch gegenüber zurück. Erstmal zum Buch. Ich finde, es ist wichtig, dass ihr weniger erfahrt, als auf dem Klappentext zu finden ist. Ich habe mich sehr über den Klappentext geärgert. Ein bisschen hat es mich an den Erebos-Fall erinnert. In Erebos von Ursula Poznanski gibt es hinten drauf einen sehr vagen Klappentext. Den fand ich super. Aber innen drin gibt es einen, der etwas sehr Wichtiges vorausnimmt, was ich nicht wissen wollte, als ich in das Buch gestartet bin. Und dann wartet man immer darauf, dass das passiert. Und hier war das auch so. Und zwar noch krasser, weil das, was auf dem Klappentext sozusagen angedeutet wird, erst im 4. Fünftel, also jetzt im 4. Abschnitt passiert ist, beziehungsweise sich andeutet, das finde ich blöd. Also auf dem Klappentext, da kann man doch auch vage genug bleiben. Ich werde das jetzt in meiner Beschreibung zumindest euch gegenüber auch mal versuchen. Es geht um die 2 Schwestern Megan, die ältere, und Claire, die seit vielen Jahren nur noch sporadisch Kontakt haben. Und wenn sie Kontakt haben, ist dieser Kontakt sehr angespannt und konfliktreich. Das steht allerdings im totalen Gegensatz zu ihrer Kindheit und Jugend, zumindest Megans Jugend, wo die beiden sich wirklich sehr nah waren.
Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und als Claire sich zu einer impulsiven Entscheidung hinreißen lässt, sieht Megan alle Alarmzeichen und Warnglocken und so weiter und kann nicht anders, als in ihr Auto zu springen und zu ihrer Schwester zu fahren, um sie vor dieser impulsiven Entscheidung zu bewahren. Und so kommen die beiden nach vielen Jahren mal wieder in etwas intensiveren Kontakt und alte Konflikte kommen wieder hoch und die beiden müssen aber irgendwie jetzt damit umgehen, was vielleicht in der Vergangenheit liegt, was da passiert ist und dass sie eigentlich eben doch Schwestern sind und Familie sind. So, das war jetzt hoffentlich vage genug. Ich finde das Buch grandios. Es gibt sehr, sehr viel Anlass, darüber zu sprechen. Also es gibt sehr viele so Entscheidungen, über die man sich austauschen kann, sowohl auf Megans Seite als auch auf Claires Seite, wo wir einfach uns gefragt haben, wie würden wir in der Situation reagieren? Würdet ihr das genauso machen? Und es gibt einfach immer tollen Austausch dazu, weil eigentlich alle Figuren ein bisschen so eine Spiegelfläche bieten. Und was ich jetzt auch noch nicht gesagt habe, das geht allerdings wirklich schon sehr, sehr früh, wird das deutlich im Buch. Es gibt noch eine dritte Erzählperspektive. Ein Mann namens Joe, über den man von Anfang an nicht wirklich viel weiß, außer dass er so halb auf der Straße lebt und dass er mit großer, großer Trauer zu kämpfen hat. Und wie der dann in diese Konstellation kommt oder eben nicht, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, es ist kein Liebesdreieck. Das ist jetzt kein Spoiler. Das wäre nämlich ein Grund, warum ich das Buch blöd finden würde. Aber auch Joe ist so eine Figur, die viel Potenzial birgt, dass man darüber spricht, dass man sich abgleicht, dass man auch mitfühlt vor allem. Das Mitfühlen ist so für mich das Hauptelement in diesem Buch. Also ich komme zu allen Figuren ins Fühlen. Ich kann mich entweder abgrenzen oder ich kann mich hineinversetzen. Ich habe das Gefühl, in Claire und in Megan stecken Dinge von mir, die ich auch so machen würde oder die ich nicht so machen würde. Aber es geht ganz viel bei mir übers Fühlen bei diesem Buch. Auch Mitgefühl für Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind und wo man die Figuren einfach nur so drücken will. Und natürlich ist es auch intellektuell total spannend zu gucken, wie funktioniert die Kommunikation zwischen den beiden. Es gibt keinen Punkt, wo ich denke, redet doch einfach mal miteinander, dann wird sich alles aufklären. Das mag ich ja gar nicht. Das ist hier aber auch nicht der Fall. Also es gibt einfach Missverständnisse, die auch verständlich sind. Also für mich von außen. Und es ist einfach sehr, sehr klug geschrieben. Und was mich immer wieder total fasziniert, sind auch die Nebenfiguren, die so menschlich und liebenswert wirken und so klug geschrieben sind. Jede kleinste Nebenfigur ist spezifisch, also nicht so eine 0815-Figur, die einfach reingeschmissen wird. Und jede Nebenfigur hat auch eine Funktion in der Geschichte. Und das ist so selten in so Büchern, die so seicht daherkommen, dass die Nebenfiguren irgendwie überhaupt eine Bedeutung haben. Und hier hat wirklich jede der Figuren neben den drei Hauptfiguren, Claire, Megan und Joe, eine Bedeutung. Und das finde ich Hut ab vorm Schreiben von Kristin Hanna. Das ist wirklich total faszinierend. Ich habe jetzt noch das letzte Fünftel zu lesen. Es gibt so ein bisschen eine Entwicklung, die ich nicht nötig gefunden hätte. Aber ich weiß, dass das sozusagen nochmal dafür sorgt, dass Tempo in den Endspurt kommt. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte eine andere Art von Endspurt, glaube ich, bevorzugt. Aber bisher ist es wirklich, ich würde jetzt nicht sagen ein Jahreshighlight, aber wirklich ein sehr gutes Buch. Und das nächste Buch, was ich in einer Zweierleserunde, also praktisch nur so als Lesebuddy lese, ist Todesfrist von Andreas Gruber mit einem total schönen Lesezeichen, was Sarah von Alice im Bücherland mir geschenkt hat. Ich war in der Situation völlig überfordert und habe, glaube ich, nicht angemessen genug Danke gesagt. Es ist sehr, sehr schön und dient natürlich auch sofort dem Gebrauch. Ich hatte Todesfrist angelesen vor ein paar Wochen für ein Video, wo ich verschiedene Thriller und Krimi angelesen habe. Und da hatte mich das überzeugt, so als Setup. Aber es war jetzt nicht, dass ich das unbedingt sofort hätte weiterlesen müssen. Und dann hat Johanna, eine meiner Zuschauerinnen, mich angeschrieben, ob wir mal was zusammenlesen wollen. Und dann haben wir auf Goodreads geguckt, wie unsere Wunschlisten sich überschneiden. Und wir haben wirklich einen sehr, sehr ähnlichen
Lesegeschmack beziehungsweise unsere Wunschliste suggeriert das. Und dann haben wir uns relativ spontan auf Todesfrist geeinigt. Todesfrist von Andreas Gruber ist der erste Teil einer Reihe, in der es um die Münchner Ermittlerin Sabine Nemetz geht, eine noch recht junge Ermittlerin, und ihre Mutter wird tot aufgefunden. Und die Mordmethode ist wirklich sehr spezifisch. Das ist jetzt nicht einfach nur erschossen oder so. Und das ist nicht der einzige Mordfall, beziehungsweise das Buch fängt mit einem anderen Mordfall an, der ebenfalls eine sehr spezifische Mordmethode benutzt hat. Und ja, also ich hatte bis zu der Stelle gelesen, wo Sabines Mutter tot aufgefunden wird. Und das war sozusagen die Leseprobe, die ich getestet habe. Ich fand die Beschreibung von diesem ersten Mord, den man nicht so richtig einordnen kann, das war wie so ein Prolog. Das fand ich schon ziemlich heftig. Also da wird jemand lebendig einbetoniert. Und zwar auch so, dass das Opfer noch eine ganze Weile länger leben kann in diesem einbetonierten Ding. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das erste Kapitel ist. Und das fand ich als Vorstellung so bedrückend und heftig, dass man sozusagen ein Opfer einbetoniert, aber noch länger am Leben hält. Das war mit einem Grund, warum ich das Buch nicht sofort weitergelesen habe, weil es halt wirklich echt heftig losging. Was ich allerdings gehört habe, was sozusagen immer im Hinterkopf war, warum ich das Buch unbedingt weiterlesen wollte, ist, dass nicht nur Sabine Nemetz als Ermittlerin im Vordergrund steht, sondern auch noch ein niederländischer Psychologe, Kriminalpsychologe hinzugezogen wird, Maarten S. Snyder, und der soll eine sehr, sehr spezifische Figur sein. Wir haben jetzt etwas mehr als die ersten 100 Seiten gelesen und es lässt sich auch hier, wie die anderen Bücher, super leicht weglesen. Also die Schreibstile, ich habe mir echt tolle Bücher im Moment ausgesucht. Das sind so sehr, sehr lockere, unterhaltsame Bücher. Und es kam mir wirklich eher vor wie 50 Seiten und es sind weit über 100 jetzt gewesen. Und zwei Dinge, den Maarten S. Snyder habe ich bisher nur kurz kennengelernt, aber dieser erste Eindruck war schon mal so, dass ich richtig Bock habe, mehr von dem zu lesen. Und das ist ja auch nur der erste Teil einer Reihe, wo die beiden Figuren mehrfach auftauchen. Und dieser erste Mordfall ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht. Also das war wirklich nur so eine Art Prolog. Mal gucken, wie das mit da reinpasst. Der Klappentext hinten auf dem Buch verrät noch, dass die Mordmethoden dieser verschiedenen Morde von einem Kinderbuch inspiriert sind. Wenn ihr nicht mehr wissen wollt, dann lest ihr auch nicht den inneren Klappentext. Da wird nämlich verraten, was es für ein Kinderbuch ist. Und ich glaube, es ist eigentlich ganz spannend, das nicht zu wissen, sondern nur zu wissen, es gibt verschiedene Mordfälle, die eine sehr, sehr interessante Inspiration haben. Es ist nicht ausschließlich aus Sabines Perspektive geschrieben. Es gibt noch ein paar andere Schauplätze, die immer nur so angeteasert werden. Und ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, wie die alle zusammenhängen. Es gibt zum Beispiel auch noch Schauplätze in Wien. Mittlerweile ist eben der Maarten S. Snyder aufgetaucht. Der ist ziemlich ruppig, aber witzig und vollkommen uninteressiert daran, sich irgendwelche Freunde zu machen. Also der unterbindet sozusagen alle sozialen Normen, die man so im Kontakt miteinander hat. Und ich habe, wie gesagt, wirklich richtig Lust, jetzt noch mehr von dem zu lesen. Todesfrist von Andreas Gruber ist also eins der Bücher, was ich gerade erst angefangen habe, aber schon mal einen sehr guten Eindruck bekommen habe. Okay, und das vierte physische Buch, was ich derzeit lese, ist Truly Devious von Maureen Johnson. Das ist ins Deutsch übersetzt worden und zwar im Löwe Verlag erschienen unter dem Titel Ellingham Academy, was geschah mit Alice. Das lese ich in der gehabten Leserunde mit Carly's Books, Alice im Bücherland, Beauty Butterflies, also Claudia und Sarah Sophie vom gleichnamigen Kanal. Wir haben auch das gerade erst angefangen. Richtig viel mehr als den Klappentext kann ich euch auch nicht sagen. Aber bisher geht's schon mal wirklich sehr gut los. Und das Setting, also die Ausgangslage des Buchs, ist was mich sehr interessiert. Und ich hatte das auch vorgeschlagen für die Leserunde und war ganz froh, dass alle Ja dazu gesagt haben. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht ein Buch gewesen, was ich als nächstes sowieso gewählt hätte, aber ich hatte das Gefühl, dass das ein Buch ist, wo man ganz gut mitraten kann und das eignet sich natürlich für eine Lesegruppe total gut. In Ellingham Academy geht es um zwei verschiedene Zeitebenen. Wir erfahren auf der einen Seite, dass 1936 die Frau und Tochter von Albert Ellingham entführt wurden.
Albert Ellingham ist der Stifter eines Internats, die Ellingham Academy, für Kinder und Jugendliche, die ein besonderes Talent haben, die besonders gefördert werden sollen. Alle Talente sind unterschiedlich, aber er wollte eben in die Zukunft dieser Jugendlichen investieren und die in diesem Internat sammeln und ihre Talente fördern. Immer wieder so in kurzen Kapiteln kriegen wir etwas über diese Entführung mit. Iris und Alice wurden eben entführt, aber man weiß noch nicht, wie die Entführung ausgeht und was es mit der Entführung vor allen Dingen auf sich hat. Die zweite Zeitebene dreht sich um Stevie Bell, die eigentliche Hauptfigur des Buchs, die als neue Schülerin in unserer heutigen Zeit für die Ellingham Academy, die es immer noch gibt, ausgewählt wurde. Und sie hat Interesse an Kriminalfällen und ist kriminologisch talentiert, also kann sehr gut Hinweise und versteckte Infos herausfinden. Und sie hat natürlich über diesen Ellingham-Fall, die Entführung von damals, schon viel gelesen, will aber so oder so auf diese Ellingham Academy gehen, um ihr eigenes Talent dort gefördert zu bekommen. Aber natürlich wird sie sich dort noch mehr diesem Fall widmen und hofft, mehr Informationen vor Ort zu bekommen. Ich würde das als Jugendkrimi bezeichnen. Es ist kein Kinderbuch. Man kriegt schon einige Infos, die jetzt nicht wahnsinnig gut für Kinder geeignet sind, würde ich sagen. Diese Entführung und alles, was sich darum dreht, ist eher so an Jugendlichen orientiert, würde ich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass es sich zu einem Thriller ausarten wird, sondern dass es halt wirklich eher um einen ganz klassischen Kriminalfall geht, der mit hoffentlich ganz klassischer Detektivarbeit durch Stevie Bell aufgeklärt wird. Das Internatsetting ist wunderbar beschrieben. Ich bin sehr interessiert an den anderen Schülern, die ein bisschen die Tendenz zu Stereotypen haben, aber ich bin halt wirklich erst am Anfang des Buchs. Ich will auf jeden Fall wissen, was damals mit der Entführung passiert ist. Stevie Bell ist eine gute Protagonistin, sympathisch, aber nicht fehlerfrei. Ich habe wirklich Lust, da jetzt weiterzulesen. Wir sind gerade mit dem ersten Abschnitt fertig und tauschen uns darüber aus. Und ja, mal gucken, wie es damit weitergeht. Bisher lässt es sich schon mal sehr gut an. Gut, das waren jetzt die Bücher, die ich derzeit physisch laufend habe. Das ist zu viel. Also wenn ich Animant fertig gelesen habe, wenn ich die Staubchronik beendet habe, dann fange ich nicht noch ein weiteres Buch an. Ich muss jetzt erstmal einen Fuß auf den Boden kriegen. Ich höre allerdings noch ein Hörbuch, weil ich natürlich Situationen in meinem Alltag habe, wo Hörbuch hören besser passt, als selber zu lesen. Und das ist eine Schnulze diesmal. Die ist bisher nur auf Englisch erschienen, das ist eine Neuerscheinung. Allerdings wird die in den USA so gehypt und auch zu Recht, ich bin fast am Ende angekommen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die wahrscheinlich im nächsten Jahr, würde ich sagen, auch ins Deutsche übersetzt wird. Es geht um Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston. Das ist, wie gesagt, eine Neuerscheinung, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche erschienen und ich höre das gerade als Hörbuch auf Script. Das ist eine Geschichte zwischen dem Sohn der amerikanischen Präsidentin und einem der englischen Prinzen. Also es ist eine schwule Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die politisch hohes Profil haben. Und der Ausgangspunkt ist so, dass Alex, der amerikanische Sohn der Präsidentin, den Henry, den Prinzen, überhaupt gar nicht leiden kann. Die sind mal aufeinander, also bei ihrem ersten Treffen sind sie so aufeinander getroffen, dass da sofort Hass, würde ich nicht sagen, aber starke Antipathie war. Und seitdem sind die immer mal wieder aufeinander getroffen und es gab immer so kleine Querelen, ja. Und es gibt dann allerdings einen Zwischenfall zwischen den beiden auf einer royalen Hochzeit, der dafür sorgt, dass beide, also sowohl das Weiße Haus als auch das englische Königshaus, beiden eine öffentliche Freundschaft aufzwingen. Also die beiden müssen jetzt öffentlichkeitswirksam so tun, als wären sie Freunde, um diesen Skandal so ein bisschen runterzuspielen. Und das sorgt nun dafür, dass die beiden mehr Kontakt miteinander bekommen und auch sehr schnell sehr ehrlichen Kontakt miteinander bekommen. Eine so schöne Liebesgeschichte, wirklich. Also mehr verrate ich euch nicht, wie es dann weitergeht, aber die Annäherung zwischen den beiden, immer mal öffentlichkeitswirksam, aber dann eben auch im Privaten, ist so wunderbar. Und wie Alex langsam herausfindet, dass das nicht Hass ist
und dass das dann auch nicht nur Freundschaft wird, ist derart gut nachfühlbar beschrieben, also wirklich sehr, sehr langsam, wie er versucht zu realisieren, dass er Interesse an Henry hat und dass Henry sehr, sehr besonders ist. Das ist so toll geschrieben und für mich ist es ein echtes Highlight, weil es nur aus Alex Perspektive geschrieben wird. Ich weiß, dass das in Liebesromanen im Moment total gang und gäbe ist, dass das immer aus zwei Perspektiven erzählt wird, aber ich finde es eigentlich viel schöner, wenn die Geschichte nur aus einer Perspektive erzählt wird und man über die andere Person so nur so ein bisschen raten kann und zwischen den Zeilen lesen muss. Und das ist hier der Fall. Und es ist überhaupt nicht unnahbar, also dass die beiden so Celebrities oder Berühmtheiten oder wichtige Persönlichkeiten sind, das macht sie nicht unnahbar. Man deckt immer mehr über die Figuren auf und man kann gar nicht anders, also ich kann überhaupt nicht anders, als nachvollziehen zu können, wie wunderbar die beiden zusammenpassen. Ich bin fast am Ende. Ich finde es grandios, dass es keinen überproportionierten Konflikt gibt. Ich finde es super, dass es keine Misskommunikation zwischen den beiden gibt, wo man denkt, Freunde, redet einfach mal miteinander. Es ist wirklich ein total tolles Buch. Ich werde weiter auf dem Schirm behalten, ob und wann das übersetzt wird und euch dann wahrscheinlich mehr dieses Buch pushen, wenn ich weiß, dass es eben auch ins Deutsche übersetzt erscheinen wird oder erschienen ist. Okay, das waren also meine Buchkategorien, Currently Loving. Und ich habe jetzt noch so ein paar Kategorien. Mal wieder kein Currently Watching. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Wahrscheinlich vor einem Monat fürs letzte Currently Loving. Aber so ein paar andere Kategorien an Sachen, die ich gerade genieße. Das erste ist Musik. Und zwar wurde ich überrascht, wirklich, vollkommen ohne Anlass, mit einer Eintrittskarte für ein Pink-Konzert in München im Juli. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also mir wurde mal gesagt, dass ich dieses Wochenende mir frei halten soll. Ich habe nicht gegoogelt, was da stattfindet. Ich wusste, dass wir nicht wegfahren werden oder so, aber ich habe jetzt einfach nicht, ich wollte auch nicht wissen, was da passiert. Und dann kamen die Eintrittskarten an und ich war wirklich sehr überrascht und sehr, sehr, sehr erfreut. Jedenfalls habe ich mir jetzt schön eine Playlist mit allen Pink-Liedern, die ich so grandios finde, gemacht und höre jetzt Pink auf Dauerschleife. Die macht einfach grandiose Musik. Ich habe nicht einmal ein Lied von ihr gehört, was ich langweilig finde. Die meisten haben ja richtig Wumms oder sind emotional toll oder erzählen eine interessante Geschichte. Ich glaube, dass Glitter in the Air immer noch mein liebstes Lied von ihr ist. Aber auch wirklich die ganz alten, also so Get This Party Started oder Stupid Girls fand ich auch super. Aber auch die neuen Sachen sind wirklich toll. Das höre ich im Moment echt als Playlist auf Dauerschleife und krieg richtig Bock auf das Konzert. Die soll ja auch wirklich richtig, richtig heftige Shows machen mit viel Akrobatik und Pyrotechnik und Bühnenbild und so weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und habe allerdings ja noch ein paar Monate, die ich warten muss. Ich werde demnächst mal wieder ein Aufgebraucht-Video machen mit veganen Leckereien, die ich so in letzter Zeit ausprobiert habe. Aber ich finde, in das Currently Loving-Video gehört immer auch eine Essenskategorie. Ich habe relativ neu entdeckt, im Dens Biomarkt war das im Angebot, von der Marke Agava Kokoscreme Vanille ist vegan. Und das, was wirklich toll ist, ist ohne Palmfett und ohne Industriezucker, sondern das ist mit Agave gesüßt. Das war im Angebot. Es gibt noch, ich glaube, mindestens zwei andere Geschmacksrichtungen. Einmal eher so Vollmilch-schokoladig, halt ohne Milch, und einmal so zart-bitter. Alles auch vegan, alles ohne Palmfett. Und das schmeckt wie Raffaello. Also es gibt noch so ein paar andere Kokosaufstriche, die ich auch sehr, sehr gut finde. Viele von denen sind dann nicht vegan, wobei ich glaube, dass das von Rapunzel auch vegan ist. Ich würde nicht drauf schwören. Aber es ist wirklich, als würde man Raffaello so aufs Brot schmieren und dann genießen und halt mit gutem Gewissen, ohne tierische Zutaten und auch noch ohne Palmfett und ohne Industriezucker. Besser kann es kaum sein. Ich werde auf jeden Fall die anderen Geschmacksrichtungen auch mal ausprobieren, aber dieses hier ist schon mal wirklich richtig geil.
currently loving in unserer BookTube-Community, so habe ich zwei Sachen. Auf der einen Seite habe ich Sarah vom Kanal A Court of Wanting Books neu entdeckt und suchte ihre Videos so durch. Ich verlinke ihren Kanal unten in der Videobeschreibung, guckt bei der mal vorbei. Ich liebe es, wie enthusiastisch sie ist. Ich finde ihren Humor umwerfend. Ich finde, dass sie sich selbst nicht so ernst nimmt. Total interessant und sympathisch. Und ich liebe es, wie sie fangirlt. Also es sind wirklich so zu Büchern, die ich auch toll fand und wo ich dann immer denke, ja, das fand ich toll und ich habe innen drin auch so mein Fangirl, aber da bin ich doch jetzt zu alt für, darüber zu fangirlen, und sie steckt mich damit sehr an und ich versuche jetzt mein Fangirl mehr rauszulassen. Es gibt bestimmte Figuren, über die könnte ich ins Kreischen verfallen. Ich werde das in moderaten Dosen, sagt man das, ja, euch zuteil werden lassen. Aber wenn ihr mal so richtig jemanden fangirlen sehen wollt, dann guckt ihr bei Sarah vorbei. Und das zweite Highlight, BookTube bezogen, currently loving, war das Bücherfreunde-Treffen in Köln, natürlich. Am 11. Mai haben wir uns in Köln getroffen. Wir haben zuerst so ein bisschen in einer kleineren Runde gefrühstückt bzw. gebruncht. Und es ist einfach unglaublich, wie man Menschen, die man in seinem Leben noch nicht persönlich kennengelernt hat, von jetzt auf gleich kennt. Also natürlich sieht man Menschen, die auch BookTube-Videos machen, über ihre Videos, und vielleicht hat man sogar abseits von YouTube Kontakt miteinander. Aber es ist, als würde man sich ewig kennen. Es gibt sofort Gesprächsthemen. Es gibt nicht nur buchbezogene Gesprächsthemen, sondern es gibt ganz viele Sachen, über die man sich austauschen kann. Es waren die meisten davon kannte ich oder hatte sie zumindest so auf dem Schirm in der BookTube-Community. Es waren auch ein paar neue Gesichter dabei. Dann haben wir uns auch noch mit Zuschauerinnen und Zuschauern getroffen und sind wirklich über Stunden in der Meierschen gewesen und haben uns gegenseitig Bücher empfohlen und über Bücher geschnackt. Und es war immer mal so im Grüppchen, die sich ausgetauscht haben. Also man ist nicht nur mit den gleichen Menschen an einer Stelle rumgehangen. Es war wirklich, ich bin davon richtig beseelt. Also das hat auch mir auch nochmal Lust gemacht, mich aktiver mit euch auszutauschen, aber auch aktiver nochmal andere Videos anzugucken. Das hat irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen zeitlich gelitten. Aber es sind einfach so interessante Menschen. Und alle sind exzellente Umarmer. Also die drücken einen so richtig, ob nun zur Begrüßung oder zum Abschied, so richtig, als würden sie es meinen, mit Wumms dahinter, und man fühlt sich so richtig geliebt. Das war echt toll. Thorsten von Toto Liest hat einen kleinen Vlog gemacht und Sarah von Alice im Bücherland hat auch ein bisschen gevloggt. Beide Videos kann ich euch gerne unten verlinken. So, und jetzt zum Abschluss gibt's noch ein Currently Loving, und zwar habe ich euch auf Instagram dieses Bild hier gepostet und habe euch gefragt, ihr könnt mal raten, was bei Perry bei mir angekommen ist. Und Spoiler Alert, es waren keine Bücher diesmal. Und das wollte ich jetzt auflösen. Ich habe mir nämlich bei Rebuy ein Amazon-Tablet gebraucht gekauft. Hier den Kindle Fire, heißt es so, Tablet Fire. Das ist jetzt die Variante 8. Ich wurde schon mehrfach dazu gefragt, wie ich zu Kindle stehe und zu Tolino und zu Tablets fürs E-Book lesen und so weiter. Und ich habe verschiedene, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt für euch spiegelt. Ich mache jetzt mal zu. Ich habe dazu verschiedene Meinungen. Ich habe kein Endergebnis. Ich kann euch da gerne mal ein Video zu machen und meine Gedanken mit euch teilen, was ich für das beste Gerät halte. Da habe ich kein abschließendes Urteil, aber ich kann euch zumindest eben mal sagen, was so meine eigenen Gedanken waren. Und ich habe jetzt dieses Amazon-Tablet gebraucht gekauft, bin super zufrieden, der Zustand war sehr gut. Und ich habe keine Einschränkungen gesehen. Also es gibt nirgendwo einen Kratzer. Es war sogar eine Hülle dabei, die nicht im Lieferumfang eigentlich vorgesehen war. Es ist wirklich, also ich bin jetzt schon total begeistert. Und es sind halt, wenn man bei Rebuy Technik kauft, 36 Monate Garantie drauf. Selbst wenn man auf den ersten Blick ein Problem eines technischen Geräts nicht sieht und sich das erst später äußert, kann man es einfach zurückgeben und Garantie für sich geltend machen lassen. Ich finde, also meine erste Erfahrung bei Rebuy, gebrauchte Technik zu kaufen, war schon mal perfekt. Besser hätte es nicht laufen können, glaube ich.
So, das war's jetzt. Keine Ahnung, wahrscheinlich stundenlang wieder geredet. Mal gucken, wie lang das Video dann nach dem Schnitt ist. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht, über Bücher mit euch zu sprechen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.